So, einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben diese Freunde, hier mit diesem wunderschönen Ausblick auf die Toilette. Ja, ich bin in Zagreb, habe schon Ladung aufgenommen. 12 Tonnen, etwas über 12 Tonnen LKW-Felgen. Schöne Alcoras. Und wir fahren jetzt weiter, gucken uns gleich mal an. Ich will erstmal kurz in den LKW steigen, dass wir anfangen können zu arbeiten. Immer noch mein MAN, da hat sich nichts geändert. Und ja, hat sich was geändert. Ich habe ein paar Lämpchen habe ich dazu, also geht ja nicht anders. Das sind jetzt auch wieder 2 Wochen vergangen, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben. Wladimir, den treffe ich eventuell im Süden des Balkans, denn da sind wir. Also ich war dann in Spanien drüben. Bin wieder zurück und jetzt mittlerweile schon unten in Zagreb. Und ja, ein paar Scheinwerferchen konnte ich mir dran montieren. Wir haben unten die Low Bars, einmal vorne, einer an der Seite. Also typische Lions Pro Edition, die gab es auch mit Low Bars und beziehungsweise gibt es die von MAN. Die konnte ich gebraucht erstehen. Auch die High Bar mit den LEDs obendran. Ich mache mir da einen Spaß draus. Aber nachts sieht es ganz, ganz nett aus, muss ich sagen. Also ich konnte das alles gebraucht bekommen von einem anderen MAN. Und ja, also ich finde, es gehört dazu. Na, ist nichts Besonderes, passt aber gerade zu so einem Lions Pro Edition. Die gab es ja häufig mit dieser Ausrüstung, gehört es einfach mit dazu. Na, und passt doch dran. Upsala, jetzt haben wir ein bisschen geflogen. Das ist ein anderer Simulator. So, nein, die gute Stuben. Ja, ansonsten hat sich jetzt erstmal nicht viel geändert. Bettchen ist zum Schlafen da. Tässchen noch aus dem XF von früher, ne? Das kennt er ja. Und ja, wer immer sagt, fahr doch mal dies, fahr doch mal das. Also ich glaube, ich habe fast schon alles gefahren hier. Also wird schwierig. Auch XF haben wir langsam gefahren, lange gefahren. Also, ja, ich gebe euch mal die Cam dazu. Ne? So, muss man erstmal hier ein bisschen abschließen. Und ich habe jetzt den Kriechbaum-Sound installiert. Will mal gucken, wie der ist. Mal schauen uns das einfach mal an. So, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen beim rückwärts rausfahren, dass man hier hinten. Ob ich da jetzt so zufrieden bin. Kollegen hier nicht wegkommen. Gucken, wo der Trailer hinläuft. Das ist nämlich so eine Tanksäule, die wollte ich ungern treffen. So, kommt schon rum. Der Bursche. Und mal gucken, ob ich sie treffe. Hier mal eine Betonmäuerchen. So, angeln hier mit den Jungen. Naja, so weit muss ich gar nicht ausholen, wir sind fast rum. Kommen wir doch schon mal um, da müssen wir da jetzt nicht. Ja, sieht doch gut aus. Ja, ansonsten bin ich immer noch sehr zufrieden mit meinem MAN. War ein guter Kauf. Biege nach rechts ab. Machen wir. Machen wir. Wir haben jetzt lecker, ja genau, bevor wir jetzt rausfahren, ist ja eine Stoß hier. Von wegen, aggressiver Kroate hier. Gucken wir uns die Route nochmal an. Wir fahren jetzt gerade da nicht lang. Wir wollen die schöne Küstenstraße, weil das haben wir alles schon mal damals mit dem DAF gefahren. Also wir haben ein bisschen Zeit. Wir wollen hier lang. Und damit ist die Fahrzeit jetzt bei 19 Stunden und 3 Minuten.
Ja. Aber irgendwas ist hier irgendwie schief gelaufen. Irgendwas ist hier schief gelaufen. Schaut mal, wieso macht der denn den Blödsinn hier? Das verstehe ich nicht. Genau hier lang fahren, oder nicht? So. 23 Stunden. Was? Eins. Split. Der scheint hier hin und zurück zu wollen. Route zurücksetzen. Seht ihr das? Irgendwie kommt er hier. Ach, Mensch, Leute, hier wollen wir hin. Hier müssen wir hin. Na, Skopje. What the heck machst du hier bitte? Hast du irgendwas hier? Hast du was genommen? Wir gucken uns mal an. So, Freunde, kurze Zeit später habe einen kleinen Schnitt gemacht, nochmal mit der Dispo telefoniert. Mit Dispo Günther. Und wir hatten einen Fehler in der Zielaufnahme. Ziel ist nämlich tatsächlich Tirana und nicht hierhin. Deswegen war hier alles durcheinander. Pernik hier ist falsch. Wir eiern jetzt hier runter nach Tirana. Soll eine schöne atmosphärische Tour sein, runter Shadar, Split. Dann immer schön an der Küste lang. Also ich erwarte da jetzt einiges hier vom DLC. ProMods ist momentan nicht installiert. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob sie raus ist. Brauche ich jetzt im Moment auch gar nicht, weil ich habe natürlich das DLC bezahlt. Also möchte ich es auch sehen. Und ich glaube, das geht uns allen so. Und ja, ich würde mal sagen, dann können wir eigentlich los. Zack. Lichtchen sind an. Bremse ist raus. Erst Gang rein, also Automatik auf Drive stellen und los mit den wilden Hühnern hier. So, wunderbar. Und guckt euch mal den Verbrauch an. 27,1 Liter auf 100 Kilometer. Ja, der könnte fast von der Angela Wittke sein. Roter MAN. Ich glaube, sie steht ja total auf MAN. Bitte links halten. Sie ist bei Facebook mit der EDS2-Gruppe nicht unbekannt. Jo, rechne mal schnell um hier. Komm, 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 komm. Warte mal, warte mal, warte mal. Ja, wir sind richtig, richtig, richtig. Oh, jetzt habe ich aber hier einen ganz schlimmen Fehler gemacht. Was macht man nicht? Auf der Autobahn stehen bleiben, auch auf dem Zubringer nicht. Also das guckt euch bloß nicht ab. Ich glaube nämlich daran, es ist Wochenende, Freunde, für mich in Realtime, ist hier der Kaffee schuld. Natürlich alles andere schuld, nicht ich, ne? Ist ganz klar. Ich habe mir da ein bisschen Baileys reingetan. So. Ansonsten bin ich hier mit meinen 500 PS vollkommen zufrieden. Gut, 12 Tonnen ist eh jetzt nicht der Burner, aber auch in Bergen performt er gut. Also ich habe da echt noch nichts bereut. Jetzt hier. Wir fahren immer weiter geradeaus. Zagreb Lutschko. Okay. Schöne 40 halten. Wollen hier nicht auffallen, kann teuer werden. Ja, zwei Wimpelchen, die kennt ihr aber, glaube ich, schon, ne? Zum Drinne, oder? Gibt es an jedem Rasthof zu kaufen, hier die Germany, Europe und da kannst du alles wirklich Polen und Schweden, Norwegen, Tschechien, Frankreich,
Ich komme aus Deutschland und lebe in Deutschland und Europa. So, und dürfen wir auf die 90 fahren, dann machen wir das auch ein Stück weit. Ansonsten Wladimir, eventuell treffe ich den dann ganz unten. Müssen wir schauen. Vielleicht kriege ich da auch meinen Mercedes wieder, einen MP3. Weil hier, das ist schon der moderne Truck hier, der MAN. Wenn auch überhaupt nicht in Transrad-Farben. So ist es dann doch das modernere Auto. Und vielleicht hat Wladimir ja Lust, hier auch den R zu fahren. Oder er will im MP3 erstmal bleiben. Tut der Firma auf jeden Fall ganz gut. Also Kontostand ist jetzt zwar nicht der Wahnsinn, wir liegen so irgendwo bei 2.300 Euro, aber wir kommen gut über die Runden. Ja. Und ich habe noch so ein paar Altlasten bezahlt, weil es immer besser, das dann wegzuhaben. Wir haben groß keine laufenden Kosten. Bis auf den LKW jetzt hier, der mich schon ein bisschen Kleinkredit gekostet hat. Und das rechne ich auch an, Freunde. Wir können uns das mal ganz kurz angucken hier, damit ihr seht, wie ich das auch mache. Im Grunde genommen mache ich das so, dass ich pro LKW hier eine Belastung von 382 Euro pro Tag habe, damit sich das so ein bisschen realer anfühlt hier im Spiel. Und ansonsten läuft hier mein eigener Eco-Mod, den ich immer noch teste, weil der muss jetzt erstmal mit den anderen Fahrern getestet werden. Und seitdem ihr die letzte Folge, und ich meine, das ist gut und gerne 2 Wochen her, gesehen habt, habe ich nichts gemacht. Das heißt, ich fahre jetzt wirklich auch die ersten Meter hier wieder im Spiel, und ihr seht das auch, der ganz genaue Zuschauer, dem wird das hier auffehlen, ja, auffallen. 499.719 Kilometer passt nicht ganz mit den Strecken zusammen, die ich da so ein bisschen hingeschwindelt habe jetzt. Aber natürlich möchte ich hier jetzt einfach auch Westbalkan sehen. Ich möchte natürlich auch Dingenskirchen sehen. Sag gleich mal noch Iberia, aber jetzt hier ganz neu rausgekommen. Natürlich sofort gekauft, Westbalkan. Und da möchte ich jetzt einfach hier durchfahren, bisschen gucken, ein bisschen wundern und dann schauen, was SCS jetzt hier Neues aufs Trapez gebracht hat. 80 waren wir die auch. Gerade wenn die Bolicia vor uns ist. Ja, ansonsten hoffe ich, ihr habt die letzten 2 Wochen gut hinter euch gebracht. Ich habe jetzt auch nicht geschaut, was die anderen alle machen. Da hatte ich keine Zeit, weil ich investiere momentan meine komplette Freizeit, die ich da irgendwo noch habe, in ein neues, riesiges Projekt. Also für mich ist das schon riesig, und wer mich so ein bisschen kennt, der weiß, oder weiß so ein bisschen um die Projekte, die ich mache, und dass das dann mit viel Konsequenz durchgeführt wird. Und ich erfülle da einen Traum, ein Träumchen. Vielleicht falle ich dabei auch mördermäßig auf die Gusche. Aber wenn du es nicht machst, wenn du es nicht probierst, dann kannst du auch nicht fliegen. Ja. Und wer nicht fliegt, der kann auch nicht fallen. Aber wenn du immer nur an der gleichen Stelle stehen bleibst, naja, gut, dann ist das Leben irgendwann auch mal rum. Und dann fragst du dich, also ich bin nicht die Person, die sich am Ende des Lebens irgendwann mal fragt, hättest du das mal gemacht, was wäre draus geworden? Ich finde, das Leben ist ein Experiment. Und mit viel Verantwortungsgefühl handhabe ich das auch so. Es sieht gut aus hier. Das sieht echt gut aus. Guck mal hier, wie durch diese Kalkberge. Es ist ja rechts hier, ist alles Kalk. Das erkennt man schon an der Farbe. Hier rein in die Tunnel. Ist das schön. Sehr atmosphärisch. Und wisst ihr, was ich jetzt wirklich sagen muss? Also, das Gefühl habe ich gerade. Das war damals wie im ATS, wo du durch die Spielewelt fährst und sich die Landschaft ändert und sie authentisch ist. Und das Gefühl habe ich hier gerade, weil ich muss so gerade an Italien denken, ich muss an Deutschland denken, an Skandinavien,
Also die, sagen wir mal, für mich neueren Gebiete, auch Skandinavien, ne? Weil ich habe mit der Ursprungsmap angefangen und die will keiner von uns mehr sehen. So, ja, fahren wir schön mal, ziehen wir schön durch. Und das wirkt authentisch. Also jeder, der schon mal Kroatien so die Ecke war, das ist schon ein, auch mit den überdachten Brücken hier, da ist schon ein Wiedererkennungswert da, ein sehr, sehr hoher sogar. Gefällt mir. Das gefällt mir. Ich hoffe, dass mit die Mautstation mich jetzt nicht zum Verzweifeln bringen. Aber mir gefällt das gerade hier. Ich fühle mich gerade wohl. Ja, ich glaube, das trifft es gut. Zu sagen, dass man sich wohl fühlt. Und auch, dass die Landschaft dazu passt und sich auch ändert. Weil gerade wie in Europa, ey, wir haben es so gut. Du fährst ein paar Stunden und du bist in einem kulturell anderen Gebiet, historisch anders geprägten Gebiet, mit einer anderen Sprache, mit einer anderen Kultur. Und das ist das Faszinierende, wie ich finde, an Europa. Du fährst von Deutschland nach Italien und schon ist auch dieses Lebensgefühl ein anderes. Oh, jetzt kommt der Baileys durch hier, ist am Ende des Cafés. Und nicht nachmachen, Kinder, ne? Wurde mir ja letztens gesagt, dass ich auch eine Vorbildfunktion habe, weil ich wohl für manche ein, wie musste ich es mir sagen lassen, ein Idol bin. So fühle ich mich überhaupt nicht, um Gottes Willen. Nein, nein, ich mache einfach hier mein Ding. Und ihr könnt zuschauen, wenn ihr wollt. Und das ist das, was YouTube für mich ist. So. Im richtigen Auto würde ich niemals Alkohol trinken, das muss ich schon sagen. Das finde ich auch extrem verantwortungslos. Aber hier zu Hause bin vom Sofa aufgestanden, in den Schreibtischstuhl reingesetzt. War schön. Und habe mir einen schönen Kaffee gemacht. Einen kleinen Schluck Baileys drin. Am Sonntagnachmittag. Ich glaube, das darf man mal. Ja, in meinem Alter darf man das mal. Ach, guckt euch das an. Auch die hier über Netz eingefangen, damit keine Brückchen rausfallen, weil man muss auch wissen, Kalkstein ist nicht das allerfesteste Gestein. Also liegt normalerweise in der Festigkeit so um die schon bis 150 Newton je Quadratmillimeter Druckfestigkeit. Um euch da mal einen Vergleich zu geben, das ist schon viel, ja, 150. Normal liegt er eher so bei 80, also es kommt immer aufs Abbaugebiet an, wie rein ist er. Zum Beispiel der Kalkstein aus den süditalienischen, also je weißer der ist, desto reiner ist er, desto weniger Verschmutzung hat er drin. Normalerweise desto härter ist er auch. Durch einen reinen Kalkstein kannst du auch fast schon durchgucken. Du siehst richtig, wie das Licht sich da drin verfängt. Das ist sehr faszinierend. Also Kalkstein ist schon was Tolles. Und einer der Hauptbaustoffe auf der Welt, ne? Kalkstein und alles, was mit Quarz zu tun hat. Und eins der festesten Gesteine sind so die Granite und Basalte. Die gehen dann auch schon mal hoch, so bis 250 teilweise. Manche auch bis 300, theoretisch auch noch deutlich höher. Newton je Quadratmillimeter Druckfestigkeit. Hängt halt so immer davon ab, wie rein und wie wenig gestört sind diese Stoffe. Und aber Kalkstein ist einer der Hauptbaustoffe, auch hier gerade hier unten. Aber er erodiert halt auch weg. Um euch mal einen Vergleich zu geben, zum Beispiel Beton. 85% aller Betone in Deutschland sind immer noch so C25, C35 Betone. Das heißt, die haben eine Druckfestigkeit von 25 bis 35 Newton je Quadratmillimeter. Bei der Prüfung müssen sie ein bisschen mehr haben, ne? Aber damit rechnet man halt. Und ein Kalkstein liegt so bei 85 oder mehr, 120, 130 bis 180 Newton je Quadratmillimeter Druckfestigkeit. So, mal aufpassen hier mit der Balkantrans. Oh, der macht
da wo eingefahren. Jetzt hier reicht es aber hier. Dürfen ja 90. Bevor die Lufttanks wieder leer sind. Aber ja, man merkt, ich bin leichter als die Jungs hier. Deswegen zieht auch hier hoch. Ich habe nichts irgendwie am Motordatei gemacht oder am Getriebe. Alles original. Kriegbaum natürlich jetzt. Das hängt halt wirklich vom Gewicht ab. Und es kann sein, dass die Jungs hier mit deutlich mehr als 12 Tonnen, also sprich jetzt, ich bin im Gesamtgewicht irgendwo bei, zu welchen haben, 32 Tonnen. Ja, 30, 32 Tonnen jetzt. Und dass die halt mit 40 Tonnen hier rumfahren. Nee, 30 Tonnen werde ich haben. Ja, 30. Jetzt fahre ich aber hier wie so ein Friseur beim Haare schneiden. Ja, und der Normalbeton liegt halt so bei, sagen wir mal 35, das heißt so ein Drittel von einem durchschnittlichen Kalkstein. Und ich habe ein Gefühl dafür, aber trotzdem erodieren die halt ab. Und da lösen sich dann Bröckchen raus immer mal wieder. Und damit die halt nicht unkontrolliert auf die Straße fallen, spannen die halt solche Stahlnetze dann davor. Läuft ruhig der Bursche. Wir sind wieder auf 27,6 Liter runter im Durchschnitt. Ja, ich glaube, da kann der JJ nur gucken hier mit seiner neuen V8-Schleuder. Ja. Nur ein bisschen Hate, JJ, nur ein bisschen. Nee, er hat sich ja jetzt letztens so einen schönen Scania gegönnt. Ich weiß gar nicht, wo er jetzt steht in der Story. Hab nur irgendwie mitgekriegt, dass es wohl doch nicht ganz so gut läuft, wie es sich zuerst angefühlt hatte für ihn. Ja, da kann ich ein Lied von singen. Also, wow. Guckt euch das hier mal an. Wow. Und das ist jetzt nicht das Wow zu JJs neuen Bonzen-Scania, ja? Nein, das ist hier... Mann, ey, heute kann ich es sticheln aber auch nicht sein lassen. Nee, das ist Wow hier zur Landschaft, das kommt gut. Kommt richtig gut, gefällt mir. Ich merke gerade, dass meine Map hier nicht so richtig... Nee. So. Ah, okay. Dass er hier bei mir auf diesem Tablet das DLC noch nicht richtig drin hat. Deswegen ist die Map-Synchronisation hier mit dem... Ich hätte mal jetzt nebenbei noch die neue Map geladen oder naja, die Original-Map. Dann guck mal nämlich mal. Ja, jetzt bin ich im Nirvana. Na gut, ist jetzt auch nicht so schlimm. Wir haben jetzt Navi dabei, ne? Ist schon aveng geil, muss man sagen. Hoffentlich läuft die Aufnahme mit. Ja, Mikro läuft auch. Super. Schon mal gut. Das ist schon mal gut. Da bin ich schon ein Stück weit beruhigter. 15:21. So, schön laufen lassen. 28 Liter. Tank sagt. Dreiviertel voll. Wir verstehen noch alle, was Dreiviertel bedeutet, ne? Dreiviertel voll. Wir verstehen ja auch alle, was halb voll bedeutet. Ja? Das heißt, die Hälfte von 100%. 500 Liter von 1000 Liter. Ne? Dreiviertel voll bedeutet was? 750 Liter von 1000 Liter. Also Dreiviertel der Menge. Wir verstehen auch alle bei der Uhr, was halb eins bedeutet. Ne? Die Hälfte von 1, also 12:30 Uhr. Was ich nicht verstehe ist,
wie manche Menschen, ich verstehe es einfach nicht, dann nicht verstehen, was 12:45 bedeutet. Also 12.45 Uhr, kommen sie nicht mit klar. Ich weiß nicht, ob das einfach nur eine Ablehnung ist oder was da los ist bei euch. Ich verstehe es nicht. Da prallen halt Mentalitäten aufeinander. Was steht hier? Stache, Staje, 238 Meter. Mhm. Sorry, ja. Ich habe keine Promods drin. Oh, so Laderuckler drin gehabt. Das bei dem System. Ja, da kommt halt SCS jetzt mit ihrer Engine, mit der Prism 3D zum aktuellen Stand. Sind sie einfach am Limit, an der Grenze. Die neue soll ja DirectX 12 unterstützen. Vielleicht lohnt es sich da auch in die neue Nvidia, in die 40er Serie für manche zu investieren. Verdopplung der Framerates. Also ich kenne es von der 4090 RTX, die ich im Flugsimulator drin habe. Also da wirkt das echt Wunder, muss ich ehrlich sagen. Hier habe ich eine 3090 drin. Ich denke mal, wenn es soweit ist, würde ich vermutlich in eine 4080 gehen bei dem System. Das reicht dick aus. Da brauche ich keine 4090 hier. Und vermutlich reicht für 4K auch eine 4070 Ti. Da habe ich mich jetzt noch nicht so mit beschäftigt. Werde ich auch nicht machen. Ich würde gleich einfach eine 4080 nehmen. Fertig. Schön hier. Richtig schön. Wir wurden ja hier Serbien, nicht Slowenien, wollte ich schon sagen. Serbien damals oder Jugoslawien, wie es zu Zeiten Warschauer Pakt, da waren ja dann einige Staaten vereinigt unter, wie hieß der, Titus oder so, ne? Wie hieß der? Komme ich gerade nicht drauf. Muss. Oh je, Bildungslücke. Ding, ding. So. So, müssen wir jetzt runter von der Autobahn? Wir gucken vorher mal. Wir haben ja gelernt. Ne? Das ist die A1. Ja, die endet hier einfach. Die ist hier zu Ende. Dann geht es jetzt hier in die Landstraße über. Und wird dann irgendwann mal... Oder ist eine E? Hier ist es irgendwie so eine Küstenstraße, eine kleinere. Dann hier runter. Ja, okay. Ist wie es ist, ne? Wir wollen ja auch ankommen. Nimm die Ausfahrt rechts. Ich hatte gerade so ein Déjà-vu wie damals noch zu Zeiten der. Wie hießen die? Sim-Map, ne? Haben sie auch versucht, hier unten so also ein bisschen Balkan, konntest du runterfahren bis nach Griechenland, Hauptsache Strecke machen. Und dann so mit diesen ersten Bergen, nicht vergleichbar mit der Grafikqualität natürlich. Aber wer ganz früh schon mal mit dem ETS angefangen hat, der weiß, was ich meine. Loslegen. Puh. 284 Euro. Bitte links halten. Alter Verwalter. Ach nee, was habe ich jetzt gelernt? MAN nicht mit dem Tempomaten beschleunigen, verbraucht mehr Sprit. Macht man mit dem Gasfuß. Interessant. Bitte links halten.
Ui, ui, was sind das für eine Brücke hier? Fahren wir hier die 80, dass wir ein bisschen gucken können. Alter. Wow. Wow, toll, Freunde. Schön. Ach, da können wir fahren. Da können wir richtig Strecke machen. Da können wir uns Europa angucken. Und schaut mal hier, was hier gebaut wurde. Mit EU-Geldern. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich will nicht wissen, wie viel 100 Millionen Euro diese Brücke hier gekostet hat. Aber es ist natürlich extrem wichtig hier für die Region, um das halt wirtschaftlich besser anbinden zu können. Wow. Wow, wow, wow. Wie heißt denn die Brücke hier? Das müssen wir mal... sportlich, sportlich, Herr Diesel. Mal ein bisschen hier runtergehen mit dem Spät. Moment, Moment. Wo sind wir denn? Mostar. Große Brücke bei Split und Mostar. Ich mach mal Pause. Ich will wissen, wie die heißt. So, ihr merkt es nicht. Ist aber eine Weile vergangen. Ich habe das mal nachrecherchiert. Das ist die Perjesak-Brücke. In Kroatien wird man wahrscheinlich ganz anders aussprechen. In einem Erdbebengebiet mit Stürmen, also hat schon sehr, sehr anspruchsvoll gebaut. Hat gekostet 418 Millionen Euro. Und 85% von diesen 418 Millionen Euro, die veranschlagt wurden, ich weiß jetzt nicht, soweit habe ich jetzt nicht geschaut, ob es welche Nachforderungen es da noch gab und Nachschläge und Nachträge. Aber das ist erstmal die Summe, die ich habe, 418 Millionen Euro. Schon ganz gut, geht eine halbe Milliarde langsam. Und 85% wurden dabei von der EU übernommen. Gebaut durch einen chinesischen Konzern. Super. Na gut, jetzt steckt man nicht so sehr in den Details drin. Also die Chinesen haben sich wohl durchgesetzt, weil sie die günstigsten waren und am schnellsten gebaut haben. Also ich weiß, dass die Franzosen im Brückenbau sind auch extrem gut, mit Eiffage beispielsweise, riesiger Baukonzern, französischer, die auch gerade in Frankreich und in Polen und auch Kroatien auch schon andere riesige Brückenprojekte realisiert haben und das sehr, sehr gut können. Aber das ist halt nun mal Weltwirtschaft und Welthandel. Oh, hier kommt starker Wind von links. Aber es ist ja nicht die einzigste Brücke, die einzigste. Die einzige Brücke in Kroatien, gibt ja hier auch noch ein paar mehr. Ja, ich würde auch zuerst sagen, ganz entbrüstet, super, fließt wieder wahnsinnig viel Geld nach China. Auf der anderen Seite fließt auch viel Geld von China nach Europa. Das ist nun mal Weltwirtschaft. Und wir stecken da nicht drin, genügend drin, um jetzt erstmal entrüstet zu sein. Und da zack kommt die nächste. Wow. Wow. Ja, ich kann noch ein bisschen fahren. Ich habe halt noch Fahrzeit. Und... zwei Stunden darf ich noch. Das ist schon beeindruckend hier und wunderschön. Kroatien ist ja an sich wunderschön, wenn ich dann diese kleinen weißen Küstendörfer denke. Ah. Ist nur schade, dass die Adria, das Leben selber halt, das Meeresleben, so leer ist mittlerweile, dass du kaum noch Korallen dort findest. Da ging ja das Sterben in den 70er, 80er Jahren so richtig los oder war schon voll im Begriff. Merkt er auch, wenn er im Mittelmeer vorne ein bisschen schnorcheln geht,
Da ist ja nichts mehr, ne? Das ist nur noch Gestein, gerade in der Adria. Biege nach links ab. Okay, Moment. Betriebsbremse. Das kam jetzt ein bisschen überraschend. So, mit Gaspedal beschleunigen. Von den 12,4 Liter mit seinen 2.500 Newtonmetern. Also das ist schon ganz ordentlich, was der Motor hier hat. Mal ein bisschen arbeiten. So, Grenzübertritt. Ist auf der richtigen Spur sind wir auch. Bosnien-Herzegowina heißt uns willkommen. Da war ich auch schon mal im realen Leben. Tief in den Wäldern. So. Bremse anziehen. Mal gucken, was die Herren haben. Yep. Aluminium Wheels from Alcoa. 12 Tons. Ja. Yep. Okay. Werden wohl dringend benötigt. Dringend benötigte Ware in. Ich glaube nicht in Bosnien-Herzegowina. Für Zielort. Glaube ich nicht Bosnien-Herzegowina. Aber was weiß ich schon. Oh, jetzt sollen wir mal gucken. Können wir, oh, hier schön. Ja. Oh, es ist schön. Ja. Oh, schön. Ach, so viele Lämmchen. Schön eingefangen. Immer geradeaus. Ich gucke ja auch hier verschiedene Sendungen halt bei YouTube. Hat ja mittlerweile Fernsehen ziemlich weit ersetzt. Biege nach rechts ab. Also das ist hier nur drei Stufen hier beim Kriechbaum. Das muss ich mal anpassen. Das gefällt mir nicht. Biege nach rechts ab. Ich gucke auch hier viele Sendungen von Leuten, die mit ihren Expeditionsmobilen unterwegs sind. Das habe ich in ein paar Jahren auch vor. Und ja, mein Artego habe ich jetzt mittlerweile allerdings wieder verkauft, den 4x4. Mein Kipper, der rote, ist auch weg. Der Steyr ist noch da, aber der wird auch gehen. Muss man ein bisschen klar Schiff machen. Ich habe da einfach viel zu viel angehäuft. Und da gucke ich hier von manchen gerne, die auch losgefahren sind, die Sendung. Und habe ich letztens auch gesehen, wie sie durch Bosnien-Herzegowina gefahren sind wieder. Und ja, das der allererste Eindruck mit den Häuschen war schon irgendwie authentisch. Jetzt muss man gucken, es könnte sein, dass da vorne eine Tankstelle kommt. Und so dunkel wie das jetzt ist, möchte ich uns das allen nicht zumuten, weil da sehen wir von diesem wunderschönen DLC ja gar nichts. Dann würde ich da ein Päuschen machen und wir fahren heute auf jeden Fall noch zusammen bis zum Zielort durch. Ihr müsst jetzt gerade mal so lange auf Sendung warten, dann habt ihr wenigstens ein bisschen Hammer, ne? Bisschen Fleisch am Knöchelchen. Ja, wir sind noch gerade mal bei 40 Minuten Sendungszeit. Und dann gehen wir zusammen schlafen und träumen schön, schnarchen schön zusammen. Wachen dann vollkommen übernächtigt auf, ne? Weil keiner ein Auge zugetan hat. Dann geht's weiter.
Gerade hier ins Force Feedback vom Lenkrad zwar eine Rückmeldung vom schlechten Zustand der Straßen bekommen. So, wo sind jetzt hier die Rastplätze? Weil ich will jetzt schon noch mal hier mal schlafen. Eine eigene zumachen, gell? Da vorne, hier ist eine, da ist der zweite. So, mal hier. Hola, como estás? Ah ne, falsches Land. So. Still aluminium wheels. Alcoa, yeah. The best, yeah, you know. Yeah, yeah. Who has no Alcoas on the truck is not a real trucker, we all know that, yeah. Thank you, bye. Ja, waren nicht meine Worte, das hatte er gesagt, ich hab's nur wiederholt. So, jetzt hier, lassen wir ihn mal hier durch. Oh, schöner Crafter hier schon unterwegs. Ja, VW ist auch hier fleißig und stramm am Verkaufen. Mal gucken mal, ob man hier nicht irgendwie mal, weil wir sehen hier auch gar nichts mehr, ein Auge zumachen können. Ja, toll, Kollege hier hat was gefunden. Ganz toll. Ganz, ganz toll. Nochmal. Okay. Ein Stückchen noch. Hello! Alcoa Wheels for Real Truckers. Thank you, bye. Oh ja, hat er gleich gewusst, was abgeht hier. Die Jungs wissen halt, hier wird Warentransport gebraucht. So, können wir uns jetzt hier ein bisschen hinstellen. Uppala. Trucker-mäßig, ne? Ja, komm. So stellen wir uns hin. Sind wir auch bewacht. Tollen Ausblick. Was wollt ihr mehr? Vielleicht noch Licht aus. Motörchen aus. Freunde. Ich hau mich mal aufs Ohr. Wir sehen uns dann morgen früh wieder. Ich sehe gerade, dass das verdammte OBS wieder rumzuppelt ohne Ende. Was ist denn man mit diesem Programm los? Oh, Moment. Ja, das liegt wirklich daran, wenn du im Hintergrund dieses Truck Tools offen hast, zuppelt das ohne Ende. Ich hoffe, es geht für euch und dass die Aufnahme bislang, weil ich mache die jetzt nicht normal, dass die einigermaßen guckbar ist. Wenn nicht, hört es euch einfach an. Und ich versuche jetzt mal hier in den LKW zu kommen. Ich muss ihn gestern Nacht noch mal ein bisschen schlanker hier hinstellen, weil sie ein paar beschwert hatten. Und naja, kriegen wir eigentlich ein bisschen zurückstoßen hier. Wir gucken noch mal, dass hinten alles frei ist. Und dann ziehen wir einfach nach links raus. So. Machen wir uns nicht ganz so klein, ne? So. Upsala. Bin ein bisschen auf der Stelle getreten. Das ist ja gut für die Fitness. Hier hatte ich heute Morgen schön mit der Kettlebell hier vorne trainiert. Mit Ausblick hier runter. Das ist doch genial, oder? Ja, ja, richtig schön. So, wir müssen noch weiter, wir müssen noch Geld verdienen. Sind ja nicht zum Urlaub hier, nur halb. Aus dem Hofhund hatte ich schon gemacht. Vor allen Dingen aber auch die Verriegelung Königshapfen und Bolzen überprüft. So, mal rein. Mal ein bisschen frische Luft reinlassen. So, stoppa! Na los, Kollege. Nee, lass mich rein. Sehr nett.
So, wollen wir hier mal wieder ein paar Meter machen. Wir haben es noch 243 Kilometer bis zum Ziel. Aber hier auf der Landstraße mal gucken, das ist jetzt hier. Kann sich noch ein bisschen ziehen. Ja. Muss da wirklich dran denken, immer dieses Programm zuzumachen vor der Aufnahme. Naja, soll ich die so Maximum hier, ne? Oh, 55 zur Sicherheit. Ich glaube, der hinter mir, der mich vorgelassen hat, der wird irgendwann fluchen, dass er mich vorgelassen hat. So, Camera on. Ist noch, ja, ist noch flüssig, okay. Ja, sorry dann für die erste Hälfte. Aber achtet da dann nicht so drauf. Ich habe hier rechts von mir, da Finger oben rechts, links gucken. Also rechts von mir ist ein Monitor, links von mir ist noch einer und dazwischen auch der Hauptmonitor. Und da der Hauptmonitor 49 Zoll ist und ich dann auch richtig schön immersiv im Geschehen drin bin, unterlasse ich es halt manchmal, überprüfen nach rechts zu gucken. Ist einfach so. Ihr könnt euch jetzt schwören auf Stein und Bein, dass sich das bessern wird, aber manchmal denkt man einfach nicht mehr dran. 50. Ein bisschen frische Luft. Noch geht's ja, 21 Grad. Demnächst rechts abbiegen. Ich biege demnächst rechts ab, das wollte ich noch euch Bescheid geben. So, hier zum Beispiel. Biege nach rechts ab. Nach Podgorica, also da, wo es Porridge gibt. Jetzt zieht er hier. Werden alle 500 PS freigesetzt. Ich habe letztens mal einen, also eine Realität, ein R500 Scania New Generation von Ende 2018 mal gefahren für ein paar Kilometer und muss schon sagen, auch von der DC-13 Maschine hört sich der Motor schon gut an. Also schönes Turbo-Pfeifen. Die haben den ja damals super genannt, ne? Also weiß nicht, ob wahrscheinlich manche werden es nicht wissen, warum ist es bei Scania das super, weil sie damals, als sie den Turbo fertig hatten, war Turbo schon vermutlich durch ein Schutzrecht geschützt und dann haben sie jetzt kurzerhalb nicht Turbo genommen, sondern Super. Und dadurch kommt das Super bei Scania. Und das ist wirklich beim DC-13 auch, wenn du die Scheiben ausmachst und hörst ihn arbeiten und arbeitest auch ein bisschen mit dem Gaspedal, ne? Also es kommt schon gut, hört sich echt gut an. Mal 55 mal ein Tempomat runternehmen, das dann 60 runterregelt, der Retarder. So, jetzt nehmen wir einen Schwung hier noch schön mit. Mercedes. Da steht nicht schön neuen Actros drin. Also mir gefällt der Actros ja optisch auch richtig, richtig gut. War die ganz neuen hier, der Actros L am Kreisverkehr mit den LED-Scheinwerfern. Wirklich schönes Auto. Jetzt, wo sie auch die Schaltgeschwindigkeit noch mal um 45% gesteigert haben. Nimm diese Ausfahrt. Die Bushaltestelle.
Ja, Alaskan Road Trucker oder sowas ist ja auch raus, aber ich habe momentan echt keine Zeit, mir das alles anzuschauen. Manchmal hast du mehr Zeit, manchmal bist du auch mehr im Fieber drin, ne? Und dann willst du am liebsten alles gleichzeitig machen. Im Moment ist es eher so, dass mir die Zeit ein bisschen fehlt. Nimm diese Ausfahrt. Ich nehme jetzt diese Ausfahrt, wollte ich noch Bescheid sagen. Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Ich nehme die zweite Ausfahrt jetzt. So. Ich gebe jetzt vollkommen Gas. Also wird auch als Vollgas bezeichnet. Jetzt bin ich wieder im Halbgas, jetzt beim Viertelgas. Wir haben immer noch 280 Kilometer vor uns. Ja, Retarder bringt gar nichts. Immer geradeaus. Lieber Herr Kriechbaum. Also da muss ich auf jeden Fall mal ins Getriebe mal in die Datei mal reinschauen. Ein bisschen hebt da links auch das Führerhaus an. Den er hier aufgenommen hat, der gute Kriechbaum, der war schon laut. Ist auch unterschiedlich, was ich festgestellt habe, wenn du den neuen 18510er auch im TG2-Kostüm noch fährst, der hat ja den Antriebsstrang schon vom TG3 drin, also von den Anfangsmodellen. Die ganz neuen sind ja die 520er. Kreisverkehr, zweite Ausfahrt. Da geben sie immer 10 PS dazu, damit du die Generation dann auch unterscheiden kannst, halt schon von außen. Und der hatte zum Beispiel dieses Tickern auch beim Laufen, während der 500er, ist ja jetzt mal gut, während der 500er ganz sanft und seidenweich lief. Mir da jetzt mal ein paar angeguckt und bin in den Genuss gekommen zu fahren. Jetzt muss ich ja links nach Kolaschin. Oh, Kolaschin. So, vorne am Kreise erst nach rechts, weil ich bin sonst berühmt-berüchtigt dafür, einfach die falsche Straße zu nutzen. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Ich nehme jetzt mal am Kreisverkehr, solange sich keiner hinterm Spiegel hier versteckt, die erste Ausfahrt, wollte ich nur sagen. Nicht, dass euch wundert, warum fährt denn der Tom so? Er hat's halt drauf, ne? Er kennt die Strecke. Liegt das an Baileys oder woran das ist, Schwachsinn hier rät? Sag mal, kennt jemand von euch den LKW Mike? Dessen Kanal hatte ich letztens, glaube ich, wiedergefunden. Ich hatte ihn schon mal irgendwie gesehen, dann hat er. Auf jeden Fall habe ich ihn eine Weile nicht gesehen. Und der hatte sich wohl, er wollte sich wohl selbstständig machen. Da ist aber seit 9 Monaten nichts Neues mehr gekommen. Weiß da jemand was von euch dazu? Ich hatte noch mitgekriegt bei seiner Interviewfahrt in seinem neuen Golf, den er sich geholt hatte. Also irgendwie scheint er mal an Geld gekommen zu sein und ich fand den Weg, wie er es investieren wollte, um sich selbstständig zu machen, gar nicht mal so schlecht, auch als Unternehmer. Ich bin seit 2007 Unternehmer. Fand ich das gar nicht mal so schlecht. Dann kam aber nichts mehr.
Wie gesagt, er macht halt mehr auf Instagram und da habe ich immer nur einen leeren Kanal gefunden. Aber vielleicht wisst ihr ja dort mehr und ich zapf mal euer Schwarmwissen an. So wird das ja heutzutage genannt. Neue Route finden. Das Superbrain vom Schwarm. Oh hier. Kein Problem. Zack, ja, alles klar. Finde eine neue Route. Mach das mal. Oh, was ist denn das da für eine spektakuläre Fahne erstmal? Wow. So. Gängchen raus. Scheibe runter und einen dummen Spruch werfen. Здравствуйте. Меня зовут Дом. Я работаю я транспортирую Алгоа Фелген. Ха ха ха. Das ist immer wichtig im Russischen, immer dieses, auch dieses Lachen da hinten dran mit, das Überlegene dran zu packen. Спасибо. So, auch schön gemacht hier, ne? Richtig nice. Nice dann. Aber ich gerade das Russische so mit drinne hatte, was natürlich vollkommen pflegelhaft und schlecht ist von mir. Dann natürlich nur einen rausstrecken, ne? Was ich so alles kann. Здравствуйте, меня зовут Том. Я живу на Кастелье. Я работаю и я транспортирую вас hier. Das ist natürlich vollkommener Schwachsinn. Фелген. So. Wo sind wir denn jetzt in drei Teufelsnamen? Was ist denn das für eine Flagge? Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt hier gerade sind. Kunde erwartet, ja. Was ist der Lieferzeit? Eine Stunde? Was ist der Fahrzeug? Drei okay, Stunden. Lass uns eine neue Route finden. Ach, wir sind in Albanien. Die albanische Flagge ist das? Okay. Neue Route finden. Das ist mal interesting. Ja, der Kunde ruft schon an, der wird jetzt natürlich ignoriert, ne? Ist klar. Was soll ich denn machen, wenn ich hier mit 50 rumgurken darf? Das ist ja schlimmer als in Deutschland. Komm, Retarder rein, der sowieso nichts bringt hier. Also. Fahren die ihre Mods nicht mal Probe dann irgendwie? Also. Dürfen wir hier. Aber Leute, also Scheiben sind beide oben, ja. Laut kommt es mir vor. Das liegt wahrscheinlich an der kathedralenartigen Kabine hier vom TGX 937. Wir brauchen dringend Nachschub auf dem Konto. Dass da hier so ein Raumklang herrscht. Also ich bin wirklich nicht betrunken, also jetzt hier nicht von diesem kleinen, ich habe wirklich nur einen kleinen Schuss für den Geschmack Baileys reingetan. Also ich bin, außerdem ist jetzt schon wieder ein bisschen Zeit vergangen, ich habe jetzt einen normalen Kaffee hier wieder dabei. Also was habe ich denn hier für Quasselwasser getrunken? Am Kreisverkehr so. Zweite Ausfahrt nehmen. Könnte meinen, der Onkel hat gute Laune, zu tief ins Glas geschaut. Nö, ich bin immer so. Nein, mit Sicherheit nicht, aber heute schon. Geht nämlich für mich morgen, nee, heute fahre ich schon, aber morgen geht's los, Süddeutschland, ganz tief in Bayern, zu einem Lehrgang, das ist ein Speed-Lehrgang, über eine Woche, da freue ich mich schon drauf, richtig lernen, also am Schreibtisch, ich mache sowas total gerne. Für eine Weiterqualifikation, oder was heißt Weiterqualifikation? Es befähigt mich zu einigen Dingen, die ich in Zukunft vorhabe. Zu dieser großen Sache, es gehört alles mit dazu. Dass ich es überhaupt darf. Und der ist so eine Woche lang und ich freue mich drauf, dass ich da alles lernen darf. Ich glaube, einiges ist mir schon klar, aber mal schauen, wo wir da rauskommen.
und ja, also da freue ich mich gerade drauf. Das ist wahrscheinlich so der Anlass meiner euphorischen Stimmung hier in diesem Video, weil ansonsten ist das ja alles eher düster. Bei mir wieder so ein Schwachsinn, den ich erzähle. Nimm diese Ausfahrt. So, mal gucken, hat eigentlich der TG2, also der Facelift, hat der hier auch diese Klappe in der Armlehne? Ich denke, dass sie das beibehalten haben, ne? Weil das ist ja ziemlich cool auf dem MAN. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. So, hier rum. Och, Achtung. Das haben wir nicht gesehen. Spielt aber, guck mal, wie sie aussieht. Spielt ja eh keine Rolle, ob da jetzt eine Laterne umgefahren ist oder nicht. Ach ja. Schön hier, schönes Türkis auf dem Berg. Was, ich muss jetzt ablenken. Habt ihr diesen Fluss gesehen mit dem türkisfarbenen Bergwasser? Wisst ihr auch, warum das so türkisfarben ist? Nein, ich erkläre es euch gerne. Das liegt daran, dass das hier eine sehr kalkreich ist, weil es aus den Bergen hier kommt. Die Gebirgslandschaft ist hier aufgefaltete drumherum. Oder auf der östlichen Seite, also links von uns, ist sehr... sind halt alles Kalksteinfelsen. Der ganze Boden wurde halt rausgefaltet. Das Wasser, was dort abfließt, halt über die Böden, sammelt sich mit Kalk an und deswegen diese hohe Kalkgehalt in dem Wasser und die Härte lassen es türkisfarben mehr scheinen. So, jetzt habe ich euch abgelenkt. Wir haben da also das Malheur gerade vergessen. Wunderbar. Ich trinke nochmal einen Kaffee hier. Ja. Ich habe letztens noch, ich glaube, mit einem Dirty Harry de Jong, also so habe ich ihn für mich getauft, Dirty Harry. Guck hier, wie ist Po, ne? Wie am Po-Fluss da. Das ausgetrocknete Flussbett, schön. Also, wow. Toll SCS. I clap in my hands. Also das ist echt eine absolute Bereicherung. Oh, Duvenbeck hier. Echt eine absolute Bereicherung hier, dieses DLC. Ganz, ganz, ganz toll. Macht richtig Spaß. Es macht wirklich richtig Spaß, das muss man sagen. Haben wir denn eine Beschädigung am LKW? Wir haben Aufleger 1%, aber so habe ich ihn schon übernommen, ne? War ja gebraucht. Ich hoffe mal, es gibt nicht zu viele Abzüge, ansonsten muss Wladimir punkten. Ne? Ist das hier eine Tanke? Oh, schön gemacht. Mit Schattenspender, toll. Brauch sie auch. Oh, Betriebsbremse. Hoppala. Heppa, heppa. Nimm diese Ausfahrt. Ich nehme jetzt diese Ausfahrt. Kommt es noch flüssig? Ja, ne? Ja, ich muss mir noch ein bisschen einrichten, der Tisch. Oh, was haben wir hier? Zeugs. Auf jeden Fall irgendwelche Lebensmittel. Kriegst du meistens so in Honig eingelegte. Das ist geil. Übrigens, in Honig eingelegter Knoblauch. Oh. Das sind ja so Spezialitäten hier. Oder die Gürkchen. Boah. Ich muss jetzt mal das Telefonat ignorieren, das ist wieder der Kunde, der nach seiner Ware fragt, aber es ist immer das Beste, für wenn man sich totstellt, wenn Leute in Eile und voller Panik anrufen, das vermittelt ganz viel Sicherheit. Ne? Totstellen, nicht reagieren, reagiert drauf, aber wie soll ich das jetzt hier annehmen, das Gespräch? Kommunikation ist das A und O. Die albanische da, was ist denn das? Ein Adler da oben drauf? Ja, Doppeladler. Hat immer so was Martianisches, ne? Schwarzer Adler auf rotem Grund. Eieiei.
Sind hier 30? Ne, 40. 9. Gang. Mhm. Halten uns mal schon rechts hier, wenn die PKWs überholen. Finde ich interessant, hier steht 30 und auf dem Navi steht 40. Ah, 35 hier. Oh, 30. Wo sind wir denn gerade? Das würde mich schon mal interessieren. Wir sind... Oh, Tirana, wir sind gleich da. Oh, der Kunde wird sich freuen. Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Also ich nehme jetzt hier mal am Kreisverkehr die zweite Ausfahrt. Man glaubt es kaum. Nimm diese Ausfahrt. Was passt aber hier, die Leute? Kurzes Hemd, kurze Hose. Das wurde auch mal Zeit, dass die Leute dazu passen. Interessant ist immer oben in Schweden im Winter, wenn es schneit. Finde ich, da fehlt noch so ein bisschen für die Immersion, ein bisschen schönen dicken Jacken, ne? Kapuze hochgezogen. So, wie weit haben wir noch? 8 Kilometer durch die Stadt. Erster Aufenthalt in Tijuana. Nee, Tirana. Irgendwann werden wir auch mal einen ersten Aufenthalt im ATS oder sowas in Tijuana haben. Wobei Tijuana bin ich an der Mexican Map, glaube ich, schon gefahren. Aber jetzt halt original vom ATS. Irgendwann wird das auch kommen. Da werden die sich nach oben, nach Kanada wahrscheinlich erstmal ausdehnen. Und dann irgendwann wird wahrscheinlich auch Mexiko kommen. Und dann geht es immer weiter runter, weil das Ding heißt ja nicht US Truck Simulator, sondern American Truck Simulator. Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. So, fass mal schön das Lenkrad mit beiden Händen an und schieb's hier wie so ein Anfänger hier durch die Hände. Nimm diese Ausfahrt. Moment, ist hier ein Lampenfall? Rechts abbiegen im Kreisverkehr. Ja, vorhin hatte ich Harry de Jong erwähnt. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Und der ist ja, glaube ich, auch am Umschauen für einen neuen LKW. Das hatte ich noch so mitbekommen in seinem Grußvideo. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Hallos in einem Video gehört. Ui, jetzt hier zuppelt es aber. Aber auch an dieser Stelle... Hallo Harry, hallo an... Oh, ja, ist ja jetzt mal gut hier, die ist aber auch so überkommunikativ. Bitte rechts halten. Jetzt rechts, jetzt hier, was? Echt jetzt? Kreisverkehr, dritte Ausfahrt nehmen. Okay, gut, dass du es mir gesagt hast. Schöne Grüße auch an alle, die an alle Trucker, virtuellen Trucker, echten Trucker, an die YouTube-Trucker-Gemeinde und an den Harry im Speziellen. Und... Macht Spaß mit euch. Slava-Auto. Mhm. Demnächst rechts abbiegen. Ja. Aber schön hier, ne? Richtig, richtig nice gemacht. Ne, und da hatte ich so ein bisschen am Rande mitbekommen, dass der Harry Stokes, jawohl, wunderbar. Genau da wollen wir hin. Sich jetzt auch wegen der Erhöhung der Mautgebühren, als er da auch für einen neuen Truck interessiert. Ja, muss ja laufen, ne? Das Business. So. Denke mal, hier geht's. Nein. Nein, die gute Stuben, gell? Auch wieder einpacken über den rechten Außenspiegel. So, Moment, Freunde. Es müsste auf der Taste liegen. Da vorne soll das sein. Wir fahren hier mal kurz aufs Gelände, dann steige ich mal aus und gucke erstmal. Ohne die Reifen zu sehr am Bordstein zu ramponieren. Ich glaube nicht, dass jetzt hier noch jemand kommt. Ich stell den mal kurz hier hin. Und
So, mach mal Warnblinker rein. Gang raus. Und dann gehen wir mal kurz davor, wie wir stehen müssen. Hey, Sir. Komm mal weg, ist ja unauthentisch. Hallo. Ah, die sehen schon entschlossen aus hier, die Security-Jungs. Das wird interessant hier. Was macht denn der Trailer hier? Aha. Jo, das wird mal sehr interessant werden. Vielleicht haben die hier schon, weil sie so genervt sind von mir, einen anderen Trailer hier geparkt. Hier planen sie gerade. Da hinten steht was Schweres, was sehr Schweres. Ja, das wird spaßig. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal zurück zur Zugmaschine. Vielleicht kann ich hier durchfahren, wie von Zauberhand. Wahrscheinlich wird dem aber ein Kollisionsmodell entgegenwirken. Parkt einer seinen DAF ein bisschen im Schatten, da drüben. UPS. Ich denke, wir setzen einfach zurück. Vielleicht machen sie das Tor für uns nochmal auf. Oder ich wende hier. Genau, Hubachse hoch. Ich wende hier direkt. Bisschen ein Stück zurück. So, Fenster mal beide auf hier, falls jemand ruft und fragt. Weil ich glaube nicht, dass mir jemand hilft. So, die Hubachse machen wir hoch. Oh, cool. Motor macht aber Krach wie ein großer, ne? Lala. So. Muss man leicht rollen beim Kurbeln. Gucken wir mal, es wird mal ganz langsam andätschen, ansonsten muss ich mir das einfallen lassen. Wenn es der Kunde mir so schwer macht, dann darf er auch nichts abziehen. So, Moment. Ganz langsam. Mal gucken, ob das hier geht. Ne. Ja. So. Dann machen wir mal Lämpchen aus, das hier aus, Motörchen aus. So, ich spreche mal mit denen und dann gucken wir mal, wie wir das jetzt am besten machen. Bis dahin schicke ich euch mal ganz kurz eine Pause. Es kommt dann wieder die Wackel-Lady jetzt gleich und das Hula-Girl und dann sehen wir uns gleich. So, ein bisschen später. Ja, Geld ist auch ein bisschen geflossen, aber ich habe Abzüge gekriegt. 1885 Euro sind wir jetzt. 15,45 ist jetzt für mich jetzt auch vorbei. Ich werde mir jetzt irgendwie noch ein Plätzchen suchen, wo ich dann das Wochenende verbringen kann in Tirana. Und dann geht es hoffentlich nächste Woche weiter. Ist noch nicht ganz klar, wie und wohin. Aber ja, da wird sich schon was finden, da bin ich ganz entspannt. Vielleicht kriegen es Vladi und ich auch hin, uns am Wochenende hier zu treffen. Dann können wir eine kleine Wagenburg machen. Ja, ansonsten suche ich mir etwas. Wichtig ist jetzt Geld verdienen. Und dass man hier unten eine gute Zeit hat bei dem Wetter. Also da mache ich mir jetzt keine Sorgen. Ja. Ansonsten sind die auch sehr hilfreich hier und haben schon angeboten, mir zu zeigen, wo was ist auf der Karte. Also, ja, da mache ich mir jetzt weniger Sorgen. Wichtig ist für mich jetzt, dass ich einigermaßen sicher stehen kann. Sie haben auch angeboten, dass ich mich vielleicht hier aufs Gelände stellen darf, gegen kleinen Obolus. Ich
ich mache jetzt erstmal eine kleine Pause und dann schauen wir weiter. In diesem Sinne, meine Lieben, diese Freunde, denkt dran, Däumchen wären Träumchen, ne? Ich würde mich sehr über den Support freuen. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Tom. Ciao.